Ja, hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier zur 28 Alphas Later. Wir haben ein kleines Problem. Ich wollte gerade die Nacht so ein bisschen ausklingen lassen und wollte hier Lavendel machen, wollte hier Tee machen und habe dann gemerkt, wenn ich jetzt Tee machen möchte, warte mal, habe ich alles dabei für Tee? Ja. Und ich hier drauf gehe. Roter Tee ist mit Mal weg. Ich gehe drauf. Konsole geht auf. Tee konnte ich freischalten. Ich kriege die Konsole nicht zu. Irgendwas ist da schief gelaufen. Wir müssen mal 7 Days komplett zumachen. Eieiei, Leute. Das passiert, wenn man ein Update zieht. Ich habe nämlich ein Update von einem Mod gezogen, weil ich gesehen habe, da gibt es ein Update und habe gedacht, naja, das wird ja wohl kompatibel sein. Scheinbar ist es doch nicht kompatibel. Und jetzt haben wir nämlich den Salat, ne? Also natürlich ein bisschen blöde, wenn so ein Game Changer da alles, also so ein Update das Spiel zerstört, ne? Ach, was mache ich denn? Wir laden noch mal rein. Ich gucke mir das noch mal an, was mit dem Charakter passiert ist. Irgendwas muss ja da schiefgelaufen sein. Ich glaube auch, mein Charakter ist kaputt gebrochen. Dass der auf Level 1 zurückgestuft wurde. Und alle Bücher und sowas weg sind. Guck mal, da geht auch die Konsole auf. Ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gucken wir mal. Was da los ist. Also gucken wir uns den Charakter mal an. Nee, das ist Level 19. Learning by use. Hat. Increase Mining, Scavenging, Weapon Stats, Damage and Stamina by using Tools and Weapons. Gain extra Skill Points at 100 for each perk. Hä? Wo ist denn der Skillbaum hin? Wo ist denn der Skillbaum hin? Ich kann ja gar nichts mehr. Das ist wieder kaputt. Ja, ich würde mal sagen, der Spielstand ist Schrott. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Oh Mann, das ist so ärgerlich. Klar, wir haben jetzt diesen doofen Dings gehabt, diesen doofen Tod, ne? Aber ich war guter Dinge wieder, ne? Wir hatten dreimal Lavendelöl gehabt und ich hätte mich da schon wieder zurückgepeitscht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich da noch mal Bock habe, die ganzen Tage zu zocken, um an dieser Stelle zu sein, mit den Action-Skills und, und. Ich glaube, so wie es mir auch tut, wir werden die Alpha, also die 28 Alphas Later Mod damit zu Grabe tragen. Ah, tut mir natürlich leid. Also, normalerweise passiert bei Updates nichts. Ich habe jetzt auch nichts gelesen, dass da irgendwas irgendwas nicht kompatibel ist oder so auf der Homepage. Hab's runtergeladen, es tut mir leid. War mein Fail. Und wir werden mal gucken. Wenn ihr Bock habt auf eine andere Mod, dann lasst mich einfach wissen. Haut's mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, war es trotzdem eine schöne Staffel gewesen bei der 28 Alphas. Mit vielen schönen Toden und eine Menge Schweiß, Blut und Tränen. War halt alles dabei, auch wenn es sehr kurz war. Die neue Version 1.0 steht ja vor der Tür. Ich mache ja da auch die
Infovideos. Falls ihr euch da noch nicht wart, kommt da einfach mal rein und guckt euch das Ganze an. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir nur noch eine neue Mod, bevor die 1.0 rauskommt? Wenn ja, welche Mod? Haut es unten einfach mal in die Kommentare rein. Lasst ein bisschen Feedback da. Und ja, dann würde ich sagen, falls wir uns nicht mehr wiedersehen vor der 1.0 in einem LP-Format, dann kommt definitiv noch in den Tagebüchern vorbei, die ich mache. Und ich werde mir auch den Devstream nochmal vornehmen. Oder die Devstreams, da werden ja auch wahrscheinlich mehrere Devstreams kommen. Damit ihr da immer auf dem Laufenden bleibt. Ansonsten kann ich euch noch Alien Isolation ans Herz legen. Das ist sehr, sehr spannend und interessant, wie ich mich... Also wie ich Katz und Maus mit dem Alien spiele, ne? Ja, dann müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs dabei gewesen sein, für diese wunderschöne Staffel. Vielen lieben Dank an die lieben Kommentare noch, die wir hatten. Die könnten wir sogar noch vorlesen, ne? Wäre ein bisschen blöde, wenn ich sie nicht vorlesen würde. Ja, das ist ein bisschen... Also ich bin traurig, dass das so doof endet. Klar, es war nicht meine Lieblingsmod, wird wahrscheinlich auch nie meine Lieblingsmod werden. Aber so ein unrühmliches Ende habe ich mir auch nicht erwünscht davon. So, ich mache mal eben die Kommentare auf. Kein Inhalt verfügbar. Der verarscht mich doch. Habe ich keine Kommentare mehr? Hat keiner was geschrieben von euch? Ah ne, ich habe auf das falsche Video geguckt. Ja, wir hatten noch einen Kommentar vom Olli gehabt. Der hat geschrieben, hallo Sombüra und allen anderen wünsche euch noch einen schönen Abend. Es geht weiter. Zwinker, Smiley, Popcorn. Ja, leider jetzt vorbei. Pumpkins hat da drunter geschrieben, danke ebenso. Ja, sehr schön. Dann haben wir noch einen Kommentar vom Jens Martin. Der hat geschrieben, wieder Party bei Sombüra. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, auf die Party hätte ich gerne verzichtet. Naja. Was willst du machen, ne? Jetzt ist die Party vorbei. Das war die Abrissparty beim letzten Mal. Und jo. Jetzt müssen wir zusehen, ne? Otto Ariel hat geschrieben, Däumchen hoch. Diesmal erst nach einem Drittel. Schön zu hören, dass es ihr besser geht. Also meinem Hund. Bin gespannt, was du heute alles erlebst. Ja. Einen Tod, fantastische Luterei. Wir sind weiter wesentlich weit gewesen bei den Werkbänken. Ärgert mich. Ärgert mich. Wir haben so gut gelootet. Naja. Dann haben wir noch einen Kommentar von Pumpkins. Aubacke. Komplett überrollt in der Nacht. Das waren bestimmt Freunde von Borsti, weil du ihm den Kopf weggeschossen hast. Aber ich dachte, der Buff geht auf null, wenn man stirbt. Weiß ich nicht, ob das die Freunde von Borsti waren. Ich glaube, die würden Borsti sogar selber essen. Wenn Borsti tot am Boden liegt. Aber der Buff... Also ich weiß, dass der Buff bei 30% geblieben ist, als wir das erste Mal gestorben sind. Dass der jetzt bei 70% geblieben ist, hätte ich auch nicht mitgedacht. Ich habe gedacht, naja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Ruhe, jetzt aber 30%. War ein doofer Tod, aber wenigstens das Gute, das Positive draus hoffen. Buff geht runter. Ja, war dem nicht so. War dem einfach nicht so. Keine Ahnung warum. Ob das ab einem gewissen Level dann nicht mehr so ist. Einfach damit man nicht das abused und immer wieder stirbt und sagt, oh ja, dann sterbe ich halt immer wieder und dann habe ich halt Ruhe. Ne? Das kann natürlich sein. So, dann hat Akku noch einen Kommentar geschrieben. Oh Mann, zum Schluss, ja. Ja. Der Schluss war nicht gut. Aber spannend für euch wahrscheinlich. Ne? Für mich immer blöde, aber für euch doch wahrscheinlich mega spannend gewesen. So, dann hat Pumpkins noch einen Kommentar geschrieben und zwar diese KI-Typ. Ach nee, das ist ein anderes Spiel. Das war von Alien. Huch. Huch. Ja, da habe ich mich verlesen. Ja, nee, das war's soweit. Vielen lieben Dank an all die lieben Menschen da draußen, die immer kommentiert haben.
ja, die immer wieder jede Folge bereichert haben. Und vielen lieben Dank an alle, die immer das Däumchen gedrückt haben und geguckt haben. Es war schön, aber jetzt muss es zu Ende gehen. Naja, wir sehen uns dann. Haut Feedback unter die Kommis wegen Mod und so weiter. Oder soll ich mich drum konzentrieren, dass wir jetzt die neuesten Infos zusammenkriegen und wir uns alle freuen? Ich weiß es nicht. Haut es einfach mal rein. Dann sage ich Dankeschön und bis in einen der nächsten Formate. Macht's gut. Ciao, ciao.